Management studieren. An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best-of der Learnings, hier für euch als Reihe. Ja, also, da gibt es keinen Masterplan. Also, ja, genau. Wir stimmen uns einfach ab hier. Wenn du jetzt dann wieder hier reinstellst. Was ist denn? Lass mal los. Ja? Wenn ich jetzt hier nehme. Der nächste nimmt von hier. So, jetzt sollten wir uns überlegen, wie man auch ein Pentagramm zeichnet. Wenn man zeichnet. Und dann gleich hier in die Mitte. Quasi. Wenn da nicht Spitze ist, hier so zwei weiter außen stehen. Nein, lass mal am Boden liegen, weil sonst zieht irgendwie jeder wieder. Halt mir mal zu, kurz aktiv zuhören. Wenn wir das Seil zusammenlegen und ein Ende festmachen und einer geht das Pentagramm ab mit dem ganzen Seil. Ja. Jemand auch, der weiß, wie man es zeichnet, wie weiß es, wie man es zeichnet. In einer Seite fest und einer geht's ab. Das hat jetzt nichts mit meiner Idee zu tun. Auf die Mauer. Jetzt eine. Wie holen wir hier das Seil? Ja, versuchen wir erstmal. Das ist die Problemlösung. Das bedeutet, wenn man in komplexen Systemen arbeitet und der Sport zum Beispiel ist ein komplexes System, ich weiß nicht, ob ich gewinne oder verliere, ich weiß nicht, wie meine Mannschaft drauf ist. Allein wenn ich Olympische Spiele manage, stelle ich binnen wenigen Wochen Tausende von Mitarbeitern an. Das sind komplexe Systeme, die gar nicht mehr normal managebar sind. Das bedeutet, ich muss ein guter Problemlöser sein.